Da ist wieder Tornadomann. Okay. Und da ist er wieder weg. Dieser unfreundliche Zeitgenosse. Ich höre hier die ganze Zeit was. Was ist das denn? Du. Lol. Okay. Trophäe erhalten, Sammler. 100% des Levels abgeschlossen. Ja gut, dann gehe ich wieder nach Hause. Jetzt brauche ich halt in dem anderen noch nach, den blöden Eierdieb. Wo war ich denn doch nicht? Weil Edelsteine habe ich ja alle. Ich habe nur den zweiten Eierdieb nicht. Hä? Aua. So, jetzt kriege ich wieder ein Leben. Nee, noch nicht. Was, mit dem kriege ich wieder ein Leben? Also, hier hinten ist keiner. Hier hinten komme ich zurück. Wir schauen uns jetzt hier mal. Mach die Tür wieder auf, komm schon. Hier oben war auch keiner. Außer er. Genau, Zauberflug war ich schon. Es war das Fliegkacke-Ding. Genau. Kristallflug. Ach nee, was war das andere? Zauberberge. Genau, ich habe alles 100 außer Kristallflug, weil Kacke. Da ist der erste Eiermensch. Und den habe ich erwischt. Na, der hat nur noch so eine Kugel in der Hand, ne? Genau. Wow. Vielleicht ist der... Ach lol. Wo kommst du denn her? Was ist das denn für ein Arsch? So, mal bum bum bum. Jetzt. Haha. Ich habe den hier übersehen. Ja gut. Geh weg. So. Ich habe wieder ein Leben dazu gekriegt. Halt. Aua. War abzusehen. Hallo. Danke, dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin? Monstermacher besuchen? Nee, wir haben hier alles abgeschlossen. Okay. Reise nach Monstermacherwelt. Ich bin
Ist immer noch lustig, dass Spyro als Drache einen Heißluftballon benutzt. Ah, 4960. Ich glaube, 12.000 gibt es insgesamt. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber das kriegen wir hin. Immerhin läuft jetzt meine Aufnahme. Ist doch auch schön. Das sieht ja nett aus hier. Hühnchen! Okay. Erstmal die Lage checken. So. Steht hier eigentlich, wie viele Edelsteine man braucht? Ja, 4.970 von 12.000 haben wir. Einen Fortschritt 47%. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Krass. Ich habe da gerade das Hühnchen gegrillt. Da geht's nirgendwo rein? Nein. Okay. Hallo. Gerät der Bruno. Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. No. Wir kümmern uns darum, wir sind immerhin Spyro. Platz. Platz. So. Dann würde ich mal sagen, auf ins Hochlanddorf. Wir machen jetzt nicht erst die Hauptwelt komplett, sondern wir gehen gleich in die Tore, die wir sehen. Ja, yeah, 5000. Waren es nur noch 7000. Wobei wir eh nicht alle kriegen, weil wir die Flugdinger nicht machen. Also ich glaube, wir kriegen so 11.000. Ich muss sagen, das Spiel ist so schön gemacht. Klar kenne ich jetzt den ersten Teil nicht im Vergleich zu auf der PS1. Aber es ist trotzdem extrem schön gemacht. So. Ja, weg. Muss ich hier wieder ein Ei suchen? Nein, oh Gott sei Dank. Wow. So. Okay. Wow. Und putz. So. Irgendjemand schießt hier auf mich. Oder auf die Hühnchen, die hier rumlaufen. Da hinten war auch noch was. No Skydiving. Okay. So, mit viel Glück. Aua. Genau. Jetzt muss wegen dem das Hühnchen wieder. Wow. Du schießt auf mich. Warum schießt du auf mich? Eieiei. Ich bin jetzt alles ein bisschen flott hier. Sie hätten auch noch mehr Gegner auf eine kürzere Distanz knallen können.
War jetzt schon fast langweilig. Ich hebe sie mit Sicherheit irgendwo einen Edelstein. Das kann mir keiner sagen, dass ich hier auf einmal alle schaffe. So, von hier komme ich. Okay, nein, hier geht's nicht weiter. Das sah gerade auf der Karte ein bisschen so aus. So, hallo. Claude. Vorsicht, Spyro. Hierzulande haben die Norks die Elektrizität entdeckt. Und die brennt ganz schön. Brützelt die nicht eher? Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ich dachte, der Kerl kann die Truhen kaputt schießen. Mann. Ah, ich muss wieder ewig überlegen, wie ich die Truhen kaputt machen kann. Sie hätten auch noch mehr Gegner auf einen Fleck knallen können. Mein Auge juckt. Unangenehm. So. Ah. Oh, echt jetzt? Geh halt weg. Ich brauche Hühnchen. Warum sind hier keine Hühnchen? So, die erste ist auf. Okay. Hier waren irgendwo Hühnchen, ne? Oder? Da sind Frösche. Hä? Sag nicht, die Hühnchen spawnen nicht wieder. Oh nein. Warum spawnen die Hühnchen nicht wieder? Ist jetzt ungünstig. Blitzfunk mich mal nochmal. Dankeschön. Ach, scheiße. Ja, und da war ich tot. Okay. Das ist ja blöd, dass die Hühnchen nicht wiederkommen. Hätte man mir vorher aber vielleicht auch was sagen können. Hätte ich vielleicht nicht alle gegrillt. Habe ich schon wohl erwähnt, dass ich müde bin? Eieiei. Brutzel. Günstig. Da sind wieder Hühnchen. Und da ist ein Leben. Kann ich immer gebrauchen. Ich bin irgendwie momentan nicht so gut. Gerettet, Cyprin. Sehr gut, Spyro. Eines Tages kannst du allen Drachen von deinen spannenden Abenteuern erzählen. Oh ja, aber jetzt will ich vor allem raus aus diesem Sumpf.
Ach, sei doch nicht so, Spyro. Ist doch hübsch hier. Trottel. Ich gehe hier nicht lang. Ist da unten noch was? Nein. Wow! Das kam unerwartet. Wow! Hi, Hühnchen. No skydiving, okay. So, von irgendwo aus muss ich jetzt irgendwo hin hoch. Wow. Hui. Das sagte was. Okay. Hier runter. Es wäre schön, wenn hier ein Hühnchen wäre. Hi, Hühnchen. Achso, ich brauche zwei. Wo ist denn das zweite? Nein, ich brauche nur eins. Kacke. Aber die sind jetzt wiedergekommen. Vielleicht habe ich vorhin einfach nicht zu lange gewartet. So. Dass der mich aber auch immer wieder erwischt. So. Und hier hoch. Ungünstig. What the fuck, wo habe ich denn so viel? Ach ja, die Dinger fehlen ja noch. Huch, das sind auch noch welche. Die Raketen drüben fehlen noch. Muss ich nachher noch suchen. Jetzt sind erstmal alle Gegner weg. So. Da drüben sind keine Edelsteine, aber hier drüben sind Edelsteine. Zack. Und hier hoch. Hoppala. Finger zu dick. So. Hier geht's nach Hause. Da ist nichts drauf. Ja, die Truhen da hinten noch, ne? Meine Güte. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Okay. Hopp. Ah, da ist wieder eine Rakete. Sehr gut. Und da ist wieder eine. Und putz. Ja, die macht die kaputt. Komme ich von hier aus hier rüber? Jo, locker. Und genau, da drüben. Jawohl. Müsste Level zu 100%. Jawohl. So macht man das. Jetzt wieder zurück nach oben. Und hier rein. Ich werde zu hektisch. Das war gerade knapp. Okay, und hopp. Und ab nach Hause.
Rückkehr nach Monstermacher. Sieht gut aus. Boah, aber ich bin echt... Ich weiß nicht, warum ich so müde bin. Ich habe so lange geschlafen. Ich bin trotzdem so elendig müde. Okay, hier war nichts mehr und von dort komme ich. Wow! Ja, lol. Okay. Das war ja schön jetzt. Lustig, dass man die Frösche auch im Ladebildschirm noch hört. Okay. Wow, ich bin schon wieder... Wow. Lol. Das war pures Können gerade. Das war kein Glück. Nein, das war Können. Als würde ich auf Glück spielen. Sieht aus wie Timon von König der Löwen. Ist hier eigentlich irgendwo ein Viech? Habe ich einen Schmetterling jetzt von Krieg? Ich hoffe echt, die Musik ist nicht zu laut. Aber dann mal nicht. Okay, dann haben wir hier den nebligen Sumpf. Dann mal ab. Ah, reißen nach nebliger Sumpf. Ich wusste gar nicht, dass die Spyro-Spiele so lang gingen. Ich glaube, irgendwas mit 10 Stunden pro Teil. Und... Oh, so viel nebelig ist er gar nicht, der Sumpf. Er ist der Sumpf ja gar nicht. Wo ist jetzt dieses dumme Huhn? Wow! Käfigbefreiung! Also, Trophäe, Käfigbefreiung. Wow! Spyro ist besoffen. Oh mein Gott. Das war Können. Mhm. Ich bräuchte was zum Heilen. Vielleicht? Das wäre voll lieb. Halt, lass mich da wieder hoch. Was springt denn da drüben aus dem Wasser? Es springt ein Feuerball aus dem Wasser. Warum kann man hier hoch? Einfach so oder hat das einen Sinn? Ja. Ich glaube, man kann einfach so hoch. Geben die Schmetterlinge? Nein, das sind Gegner. Okay. Ist alles irgendwie jetzt sehr ungünstig hier. Ist ja schön, dass ich ganze Zeit Leben kriege, aber ich bräuchte vielleicht mal Schmetterlinge.
wäre mir jetzt gerade lieber als wie leben. Aua. Der hat mich gefressen, Mann. Der hat mich auch gefressen. Das ist doch scheiße. Ach, von vorne, echt. Arsch. Mann. Alles nur, weil sie meiner kleinen süßen Sparks kein Leben mehr geben wollen. Aua! Mieser Penner. Da hinten ist auch nichts mehr. Nein. So, jetzt haben wir wieder die gleiche Situation wie vorher. Ganz toll. Hallo. Wer bist du denn? Roscoe. Vor Kampffröschen in Acht. Sie sind echt gemeingefährlich. Kampffrösche? Das war mal so ein friedlicher Sumpf. Klar. Lol. Wow. So. Jo. Ich glaube, ich muss wieder da hoch und woanders hinspringen. So, hier so. Wow. Wow! Also dieses Sprinten. So. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon kann. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Okay. Hui. Boah, geh weg. Oh, gegen die kann man nicht rennen. Na toll. Jetzt habe ich wieder keine Sparks. Vergesse ich mit Sicherheit irgendwo Dingens. Edelsteine. Gerettet Zeke. Danke, dass du mich befreit hast. Bitte. Das sind immer so tolle Gesprächspartner, muss ich schon sagen. Ich bin tot. Alles klar. Das könnte man verhindern, indem man hier einfach vielleicht, keine Ahnung, Schmetterlinge spawnen lässt. Na gut. Wow. Wundplatsch. Ah. Ich bin heute extrem hektisch.